Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nintendo Land. Heute nehmen wir uns die letzte Attraktion vor. Diesmal bin ich leider alleine. Ja, aber wir wollen ja auch jetzt morgen, Dienstag, den Part auch dann sehen können. Ne? Deswegen muss ich das alleine machen. Und das ist das Zelda-Spiel. Und ich würde sagen, da ich nur ein Spieler bin mit dem Gamepad, machen wir gegen die Zeit. Ja, da wollte ich A drücken, habe aber B gedrückt. Ist ja auch egal. Erstens, Anfänger, besiege 25 Feinde. Boah, das sollten wir ja hinkriegen. Ich weiß natürlich nicht, wie es geht, aber sollten wir hinkriegen. Wir sind zumindest schon mal so ein Bogenschütze. Stoff mit umdrehen und Pfeil abschießen. Okay. Ja, ich hoffe, ihr habt das hören können. Auf dem Gamepad habe ich so eine Art Third-Person-Sicht. Und ja, wie gesagt, ihr könnt jetzt nicht so viel davon sehen, aber ich denke mal, es ist... Okay, das eine Schwein hat schon mal so eine Lebensanzeige. Jo. Ich würde sagen... Okay, das ist schon mal echt schwer. Oh Gott. Ich glaube... Das war's gleich. Neue Pfeile. Okay, wir haben nur noch ein Herz. Wir müssen noch zwei Gegner treffen. Das haben wir aber leider nicht geschafft. Also schon so ein bisschen anspruchsvoll das Spiel, finde ich. Und unsere Bestzeit ist schlicht. Ja. Das... Gehen wir mal weiter. Komm, dann machen wir das Level halt nochmal. Ne? Von nichts kommt nichts. So, ich habe jetzt aber eben noch gelesen, dass wir mit ZR und ZL ausweichen können. Das hätte man uns natürlich irgendwie mal vorher sagen können. Aber naja. Wir machen das alles mal mit ein bisschen mehr Gelassenheit. Ich bin natürlich jetzt nicht der Zelda-Spieler, also ich habe einmal auf dem DS, wie hieß das, Phantom Hourglass gespielt. Also ich bin jetzt nicht so bewandert im Zelda-Universum. Deswegen weiß ich nicht, ob die Gegner jetzt direkt aus Zelda kommen oder ob das so Nintendo Land. Ich denke mal, die kommen irgendwie aus dem Zelda-Universum. Ich will zumindest es hoffen. Sonst wäre das ein bisschen doof.
Jo, das lief ja schon mal besser. Aber man braucht wirklich ein bisschen Konzentration. Ich weiß nicht, ob die Zeit gut war oder nicht. Wahrscheinlich kann man es auch schaffen, sich nicht treffen zu lassen. Okay, ich würde sagen, dann erhöhen wir den den Schwierigkeitsgrad auch mal direkt. Und zwar mit normal. Und wir müssen immer noch 25 Feinde besiegen. Ja. War das irgendwie eine Warnung, dass ich zu schlecht bin? Oder warum hat er mich so mal extra gefragt? Okay. Dann starten wir mal direkt. Ich muss dazu auch. Oh Gott. Das Ausweichen hat ja schon mal geklappt. Was sind denn diese Augen? Gott. Ich weiß gar nicht, wie man euch besiegt. Muss man ein kleines Weichen gerade mal. Ah. Okay. Weiter geht's. Von da oben kommen jetzt welche. Oh, keine Pfeile mehr. Okay, ich würde sagen, die Lage ist sehr, sehr knifflig. Wir haben keine Pfeile mehr und das war's dann auch. Ja, ich muss sagen, das Spiel macht mir richtig Spaß. Auch wenn ich es, wie ich finde, ein bisschen schwer ist. Beziehungsweise muss man wahrscheinlich einfach reinkommen. Joa. Wie gesagt, ist eigentlich ganz nett, das Spiel. Das ist das Beste in diesem Spiel. Und, no. Ich komme nicht weiter. Ja, also anscheinend sehen das andere Leute genauso wie ich. Ja. Aber, also ich find's schwer, aber ich finde, es ist ein richtig cooles Spiel. Ich habe das schon mal gesehen. Irgendwo. Oh, ich habe nicht so viel zu Nintendo Land gesehen, aber ich habe das echt gesehen. Ich glaube, die mit den Wii Family sind irgendwie Schwertkämpfer oder so. Das weiß ich gerade aber nicht. Ich habe auch leider niemanden da gerade. Und wie gesagt, ich muss das ja für euch. Bis morgen hochladen. Ich glaube, ich muss die Pfeile gar nicht so sehr aufladen. Das ist nur auf größere Distanz für mehr Genauigkeit. Direkt zwischen die Augen. Oh. Nein. Das ist echt ein bisschen Anspannung. Aber das Spiel, das macht wirklich Spaß. Auch wenn es schwer ist. Wie ich finde.
richtig schwer. Richtig schwer. Ja, und Eni sagt, das ist das Beste in diesem Spiel. Und immer noch mit 2S. Und wir kriegen gerade die gleichen Miiverse-Beiträge, was ich irgendwie ein bisschen schade finde. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt noch einmal. Und wenn wir nicht besser werden, dann lassen wir das auch. Aber ein bisschen ehrgeizig bin ich dann ja doch. Und wir haben noch überhaupt keine Medaille hier gekriegt in dem Spiel. Auf dem Fernseher sieht es cooler aus als auf dem Gamepad. Schwein des Todes. Bisschen doof, dass man die zweimal treffen muss. Ah, ein voll aufgeladener Pfeil ist ein One-Hit-Kill auf den Schwein. Huh, das haben wir geschafft. Auch ein bisschen souveräner. Wie gesagt, wenn man voll auflädt, dann kriegt man einen direkten One-Hit-Kill. Ich habe immer nur darauf geachtet, dass die Genauigkeit am höchsten ist. Also da ist so ein Kreis und der wird immer kleiner auf dem Gamepad. Und wenn er halt ganz klein ist, dann trifft man halt ziemlich genau. Aber wenn man ihn noch weiter auflädt und halt dieses voll aufgeladen hat, dann kriegt man wirklich mit nur einem Fall kriegt man die tot. Boah, das eine Bild da mit diesem Auge mit Schild, das war cool. Kommt das nochmal oder... Ja, Miiverse-Beiträge, die zum fünften Mal dasselbe sagen. Da! Das, was jetzt in der Mitte ist. Da, was jetzt links ist, das sieht mega cool aus. So, drittens Profi. Ich besiege 25 Feinde. Das ist so eine Burg. Ob es da so einen Bosskampf gibt oder so? Frage ist, ob ich überhaupt so weit komme, denn ich bin jetzt nicht der beste Spieler in diesem Spiel, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist. Aber da entsteht Nintendo Land. Besiege 25 Feinde. The Legend of Zelda Battle Quest heißt es übrigens, steht da unten. Ich hab gesehen. Werfen die da Bomben runter? Auf die lange Distanz fallen die Pfeile auch ein bisschen ab. Einkalkulieren, dass die so einen Drop-Off haben. Hier, ne? Scheiß auf Battlefield. Hier. Nintendo Land hat genau das gleiche System. Nur natürlich ein besser. Ah, endlich habe ich diese explodierenden Bomben getroffen. Das Level war, glaube ich, ein bisschen einfacher und irgendwie konnten mich, glaube ich, nur die Magier und die Vögel treffen. Deswegen war das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, es war leichter. Und es hieß Profi-Level. Wie gesagt, diese Bomben treffen, da hätte ich mal früher drauf kommen sollen. Habe ich nur jetzt nur einen gekriegt. Da stand, glaube ich, auch gerade die Meister... Gewinne in... Ach so! Jetzt habe ich ein
Bonusaufgaben dazu gekriegt. Okay, gewinnen höchstens 40 Sekunden. Ist das bei allen? Nein, ich wollte nicht starten. Welches Level ist das? Gucken wir mal kurz die an. Anfänger unter 50 Sekunden, normal unter 50 Sekunden, Profi unter 50 Sekunden, alle Level unter 54, Meister der Schnelligkeit. Das sind alle Stempel, die man hier kriegen kann. Okay. Wir probieren das jetzt nochmal. Jetzt volle Konzentration. Und auf geht's. Schade, den haben wir verfehlt. Oh, da haben wir einen Leben verloren. Und die 40 und 50 Sekunden für Stempel sind auch schon abgelaufen und wir haben immer noch neun Gegner. Obwohl die letzten Gegner kann man da ziemlich schnell fertig machen. Jo, eine Minute. Wie gesagt, kein Meisterrang und kein Stempel. Aber ein ganz nettes Spiel, würde ich sagen. So Leute, wir haben jedes Spiel jetzt einmal angespielt. Wir haben nicht alle perfekt gespielt. Wir haben nicht alle Spiele perfekt abgeschlossen. Aber das war ja auch gar nicht unser Ziel. Wir haben uns jetzt jedes Spiel angeguckt und ich würde sagen, dann war es das erstmal mit Nintendo Land. Denn ich brauche ein bisschen Platz für ein paar andere Projekte. Das werdet ihr noch sehen. Die nächsten beiden Tagen werden so ein kleines Überbrückungs-Let's Play kommen. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Was kann ich denn dazu jetzt noch sagen? Ihr werdet dann ja herausfinden, was es ist. Und dann am 20. Da könnten vielleicht manche schon erahnen, um welches Spiel es sich handelt. Am 20. kommt dann ein neues Let's Play. Ein ganz neues, was mit regelmäßigen Uploads, denn das Überbrückungsprojekt, wie gesagt, das wird eher unregelmäßige Uploads haben. Ich glaube, mir fehlen 2 Tage jetzt in der Woche, wo ich nichts hochlade. Und das ist eigentlich auch ganz schön so als Puffer. Ja? Deswegen wird es dabei bleiben. Vielleicht nur einen Tag Puffer, das werden wir mal sehen. Und wie gesagt, dann kriegen wir so ein kleines Überbrückungsprojekt. Das haben wir auch schon aufgenommen. Nur, ja, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht geschnitten, noch gar nicht angefasst. Und sind auch bis jetzt auch nur 2 Parts. Das heißt, aber das, wie gesagt, das passt perfekt in diese Lücke, die jetzt entstehen wird. Und deswegen fällt Nintendo Land jetzt erstmal flach. Ich glaube, ich werde das persönlich vielleicht ein bisschen spielen. Und wenn Nachfrage da ist, dann können wir natürlich versuchen, jedes Spiel auf 100% oder quasi die Stempel und so zu jagen. Da fließt natürlich dann ein bisschen mehr Zeit rein. Wie gesagt, da werde ich wahrscheinlich offscreen so ein bisschen üben. Wie gesagt, da müsste ich halt wissen, ob es überhaupt dieses Bedürfnis von euch gibt, sozusagen das zu sehen. Oder ob euch diese kurze Reihe jetzt schon gereicht hat. Ja? Wie gesagt, das müsst ihr mir sagen. Ja, wir versuchen jetzt noch ein paar Preise abzusahnen, damit unser Park ein bisschen mehr Ausstattung kriegt. Und ich wollte das auch eigentlich nur als kleines Overlay haben, damit ich euch das erzählen kann, was jetzt so geplant ist. Ich würde sagen, 5 Preise machen wir. Die gucken wir uns noch mal an und dann
dann war's das erstmal mit Nintendo. Und wie gesagt, lasst mich wissen, ob ihr möchtet, dass wir auf Stempeljagd gehen. Dann können wir es natürlich gerne machen, weil besonders die das Zelda-Spiel, Battle Quest, das hat mir wirklich sehr gefallen. Wie gesagt, Spiele wie Octopus Dance, weiß ich nicht. Muss ich nicht unbedingt, aber wenn ihr das wollt, dann probiere ich das auch. Oder ich besorge mir irgendjemanden, der da ein bisschen bessere Koordinationsfähigkeiten hat. Der das dann quasi mit mir spielt, beziehungsweise er spielt es dann und ich gucke zu. Ja, wie gesagt, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ja, das wäre nett. Und ja, wir gucken uns nochmal die letzten Preise an und dann beenden wir das hier auch. Eine. Okay, das ist okay. Das ist eine richtig fette Statue von den Todesschweinen. Oh Gott. Wie gesagt, Attraktionsrundfahrt haben wir auch noch nicht gemacht, aber das geht ja nur durch die. Was ist das? Das kenne ich. Ups, verklickt. Konnte ich das nicht irgendwie anspringen? Ah. Okay. Nett. Also wie gesagt, ihr seht, unser Fortschritt ist so naja, sagen wir es mal so. Ein Knopf, in dem alles grün wird. Nett. Alles sehr, sehr nett. Wir haben jetzt bestimmt ein paar Boxen übersehen. Aber ich sehe jetzt auch gerade gar keine Boxen mehr. Vielleicht habe ich ja alle erwischt. Bezweifle ich. Aber wir haben hier gerade den Abend eingeläutet, glaube ich. Oder denk mal, es soll den Abend darstellen, weil wir haben da hinten ja auch so ein bisschen. Naja. Joa. So, Leute, dann würde ich sagen, ich sag erstmal Tschüss und bis zu einem meiner nächsten Projekte. Oder wenn ihr wollt, natürlich, lasst es mich wissen. Machen wir auch ein bisschen Nintendo Land weiter. Aber halt nicht mit der Priorität, wie jetzt. Wie gesagt, es wird ein kleines Überbrückungsprojekt kommen, was auch unregelmäßig weitergeführt werden wird. Und am 20. kommt dann ein neues Projekt. Und ich denke mal, ihr könnt euch denken, worum es geht, wenn ihr da so ein bisschen, ne? Wenn ihr da so ein bisschen forsch seid, sagen wir es mal so. Ja, Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen hier bei Nintendo Land. Wie gesagt, lasst mir Kommentare da, also da meine ersten Kommentare da, das war schon schön, dass sich da echt Leute sich das angeguckt haben, kommentiert haben, hat mich wirklich gefreut. Und ja, jetzt geht quasi mein erstes Projekt erstmal zu Ende. Aber wenn ihr wollt, setzen wir es natürlich ein bisschen fort, vielleicht ja auch einfach, keine Ahnung, in einem halben Jahr oder so, ein bisschen später. Ja, wir sehen uns dann das nächste Mal und tschüss Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.